Es passiert jeden Tag tausendfach in Deutschland. Menschen, die noch vor kurzem ganz normal erschienen, verändern sich plötzlich und auf seltsamste Art und Weise. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein Video rein von Snicklink, mit dem wir sogar mal einen Talk gemacht haben, ja? Hier auf dem Discord, bei mir auf dem Kanal. Und zwar heißt das Video Radikale Normies, es kann jeden treffen. Das ist ein sehr wildes Video, das geht jetzt sehr deep, meine lieben Freunde. Ich küsse eure Zirbeldrüse und ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch, Peter geht los. Und los. Es passiert jeden Tag tausendfach in Deutschland. Menschen, die noch vor kurzem ganz normal erschienen, verändern sich plötzlich und auf seltsamste Art und Weise, benutzen auf einmal völlig neue, eigenartige Worte und erscheinen wie fremdgesteuert, geradezu hypnotisiert. Wedemark, ein beschauliches Dorf in Niedersachsen. Hier wohnt Familie Segemarz. Ihr Jüngster, Janosch Benjamin, ist gerade mal 14 Jahre alt. Pass auf jetzt, Digga, es wird richtig crazy. Der Janosch war immer ein ganz munterer, normaler Junge. Keine Auffälligkeiten. Aber seit ein paar Monaten ist er wie ausgetauscht. Und ja, als Mutter mache ich mir natürlich Sorgen, dass er irgendwie in die falschen Kreise abdriftet. Familie Segemarz beschließt, professionelle Hilfe zu suchen. Verhaltensspezialist Professor Limjok Strudemann macht mit Janosch einige Tests und kommt schließlich zu einem besorgniserregenden Ergebnis. Janosch ist ein Normie. Bro. Das ist ein Wokey, Digga. Das Klima ist kaputt, Mama. Und wenn wir nicht alle sofort anfangen, Insekten zu essen, dann sterben wir. Janosch hat sich offensichtlich beim regelmäßigen Schauen scheinbar harmlosen Videos der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten radikalisiert. Wie geil, Digga, ich schwöre, ich küsse eure Zirbeldrüse. Denn hinter diesen professionell und ehrlich wirkenden Clips steht eine milliardenschwere Propagandaindustrie. Böhmermann ist cool. Sneaky, ich küsse deine Zirbeldrüse, Bruder, bester Mann. Massig Preise und weiß, was schief läuft. Wir müssen jetzt alle auf die Straße und für die Demokratie protestieren. Nie wieder ist jetzt. Neueste Erhebungen belegen, dass inzwischen etwa 40-50% der Bevölkerung radikale Normies sind. 40-50%? Ich würde bis zu 70 gehen, wenn ich ehrlich bin. 70-80% würde ich sagen. Verinnerlichen völlig unkritisch und naiv selbst den absurdesten Nonsens der Regierung. Sie selbst merken dabei gar nicht, wie tief sie bereits im Sumpf der Desinformation gefangen sind. Stellt euch mal vor, es würde echt so eine Spiegel-TV-Dokumentation online kommen. So. Das ist eigentlich die Realität, das ist wahr. Weißt du, wie ich meine? Die machen Dokumentationen über die Leute, die aufgeweckt sind und sich nicht impfen lassen wollen und stellen uns als verrückt hin. Aber eigentlich sind die verrückt. Die Normies, die Wokies, Bro. Für ihre Liebsten eine Tragödie. Voll geil aufgearbeitet, Bruder. Dass mein Sohn ein Normie ist, also ich will ihn einfach nur zurückhaben. Was macht diese Leute mit seinem Kopf? Das ist doch nicht rechtens. Wenn auch Sie einen Normie kennen oder direkt davon betroffen sind, wenden Sie sich bitte umgehend an die deutsche Normie-Hilfe. Oder abonnieren Sie die Willi. Was mir gefällt, ich hab mir die Willi bestellt. Bruder, der Typ ist geil, ich schwör's dir. Neue Willi, Spielspaß und Schwurbel. Spielspaß und Schwurbel, Bruder. Geil, Alter. Free Assange, now. Bruder, ich küsse dein Herz, bester Mann, wirklich richtig geil aufgearbeitet. Ich hab mir gedacht, das passt zu unserem Stream. Ich hab gedacht, das passt gut rein hier. Ja, Digga, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und geht rüber auch zu dem Cousin und lasst da ein bisschen Liebe da. Ein bisschen Erfrischung hier, ein bisschen Totlachen, tut auch mal nicht schlecht. Ja? Ich liebe euch, macht's gut, bis dahin. Peace out.